Hallo, meine lieben Kreativlinge. Oh Gott, das war jetzt eine Kameraeinstellungsjagd. Die Kleine hat das Handy in der Hand gehabt und hat ein paar Bilder, ein paar Schnappschüsse von Mama und Papa gemacht und von ihren Stofftieren. Und hat scheinbar irgendwas verstellt. Und es war jetzt ein Kampf, das wieder einzustellen. Aber gut, ich hoffe, ich habe es gefunden. Ich habe bestellt bei Papiereckchen eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Ihr möchtet denn wissen, was ich dafür bezahlt habe, alles. Aber ich brauche. Als erstes gab's Goodies. Ich weiß gar nicht, ob ich die zeigen darf. Also noch mehr. Ja, dann eine ganze Menge. Da. Ich habe Die-Cuts bestellt, Herzluftballons. Es gibt als Komplettset. Ich kann auch mal gucken. Das müsste das sein. Das müsste dieses Komplettset sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich lasse mich jetzt selber mal überraschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie fleißig geschnitten. Und ich nehme gerade im Stehen auf. Also es wird wahnsinnig fleißig geschnitten. Ich habe das Ganze zweimal bestellt, weil einmal natürlich als Prototypen, wenn ich was bastel. Und einmal als, ja, als Videoidee. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe einfach mal bestellt. Ah, okay. Also theoretisch ist ein gelbes dabei. Ein rotes. Weil, wie gesagt, ich habe das Ganze zweimal bestellt. Dann braun und groß alles erstmal. Dann lila, blau, würde ich sagen. Kann man natürlich auch alles einzeln kaufen bei ihr. Dann in Schwarz und Weiß. Dann in Bunt. Dann in Grün. Dann Blau und Lila. Das Ganze dann nochmal in kleiner. Also das sind die großen. Und die kleinen. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr hier auf dem Schreibtisch. Und hier geht's weiter. Das sind dann nochmal die kleinen. Die sind dann mehrfach vertreten. Ich glaube viermal, wenn mich nicht alles täuscht. Eins, zwei, drei, vier. Und ich höre gerade ein Elektroauto fahren. Vier. Nee. Ich glaube, mir die grünen ist einfacher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht Mal. Ich glaube, in der Beschreibung müsste es auch drin stehen. Ich guck mal kurz nach. Im Set sind. Im Set sind enthalten einmal Herzluftballon groß, viermal Herzluftballon mittel und viermal klein. Die kleinen sind noch da drin. Oder jeweils als Komplettset mit allen Farben. Hier zahlt ihr nur 8 Sets, bekommt aber alle 9. Okay, jetzt mal Bescheid. Und dann sind hier nochmal die kleinen, die einzelnen. Ach du Heilige. Das hat alles ausgeschnitten. Was für eine Arbeit. Das sind nochmal die braunen. Ja, und dann die einzelnen, die kleinen. In den jeweiligen Farben. Wahnsinn, oder? Da war sie fleißig. Das war ja die Bestellung. Die hat's in sich gehabt. Okay, ich schiebe das jetzt einfach mal zur Seite. Dann Die-Cuts-Federn. Klein. Das Komplettset auch wieder. Kann man auch als Komplettset kaufen. Natürlich auch einzeln. Und ihr seht, es ist richtig, richtig bunt. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, deswegen habe ich alles gekauft. Ich konnte mich nicht entscheiden. Da gibt es einmal die roten. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Müsste ich eigentlich wissen, ne? Weil ich bin im Design-Team. Aber ich merke mir nicht alles. Da ist noch ein rotes. Wie gesagt, da ist noch ein rotes. Da ist noch ein rotes. Jetzt müssen wir eigentlich alle roten haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
12 Federn gibt es pro Set, pro Farbe. Die sind ja auch echt schön, ne? Wie gesagt, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ah, und mit dem Glanz dann da drauf, also mit den Lichtpunkten, mit den kleinen. Immer braun, schwarz, bunt, blau, grün, rot, rot-gelb oder orange-gelb. Ja. Das auch eben zweimal. Dann Die-Cuts Blumenkranz, auch eben komplett Set, zweimal wieder. Weil ich bescheuert bin, aber da geht es ja wieder los. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen den ganzen Farben. Und wenn sie es schon als Komplettset anbietet, dann nehme ich es halt. Einmal in Gelb. Und bunt schaut es auch toll aus. Ich habe letztens ein paar Videos vorgedreht, weil ich weiß ja immer nie, wann ich dazu komme. Und da habe ich auch davon einige verbastelt und da habe ich gesagt, komm, die brauchst du jetzt demnächst mal wieder. Das Bunt schaut ja auch schön aus. Dann in Weiß. Ah, okay, das ist eher orange, das ist gelb. Seht ihr? Dann in Pink. In einem Dunkelblau. Kann man auch selber rausschneiden, das Innere. Lila. Dann wiederholt sich das Ganze jetzt wieder. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt auch eben zweimal bestellt. Die bunten schon echt schön aus. Ich werde demnächst wieder Die-Cuts-Wörter brauchen. Da werde ich vor die bunten nochmal welche bestellen. Die-Cuts-Igel mit Geschenk. Groß-Dreier-Set, verschiedene Farben. Jetzt habe ich ihn dann einmal aufgemacht. Weil bei den anderen war ich neugierig. Man ist ja neugierig. Aber bei den anderen habe ich ihn noch einmal aufgemacht. Alle? Wir haben alle. Oh nein! Da habe ich jeweils, es bietet es im Dreier-Set an. Und da habe ich ja, auch jeweils von jeder Farbe ein Set bestellt. Da haben wir jetzt einmal den mit Regenbogengeschenk. Den mit blauem. Gesagt, jedes Ding dreimal und das hat sie ja alles ausgeschnitten. Was für eine Arbeit. Irgendwo fehlt noch ein blauer. Der ist bestimmt irgendwo. Nee. Egal, der ist bestimmt irgendwo. Oh, jetzt vibriert die ganze Zeit mein Handy. Dann ein grünes. Da ist der blaue, seht ihr? Weil manchmal passt das Geschenk dann nicht und wisst ihr schon von der Farbkombi her. Dann lila. Dann dunkelblau. Ebenfalls dreimal. Dann in rot. Dann in Gelb. Und dann nochmal, ja, so ein Violettton. Also das ist ein anderer Ton als das Lila. Ja, die hier sind wirklich reichlich bestellt. Die-Cuts wird der verschiedene. Ich hatte nochmal eine Nachbestellung gemacht. So, ich weiß, dass ich ganz oft frohe Weihnachten bestellt habe, weil ich fange jetzt schon mit Weihnachtskarten an. Was total bescheuert ist, aber der frühe Vogel fängt den Wurm und wer weiß, was dazwischen kommt. Dann einmal froh, oder ich weiß gar nicht, habe ich 5 Sätze jeweils, glaube ich. 5 Sets davon und 5 Sets davon, wenn mich nicht alles täuscht. Frohes Fest. Und dann müsst ihr noch andere Wörter bestellt haben. Ich glaube, Hallöchen habe ich bestellt. Ah, da haben wir es. Hip, hip, hurra. Ich habe gesagt gehabt, die soll mir alles einfach in einen Umschlag reinschmeißen. Spart sie sich zumindest ein bisschen Arbeit. Da haben wir noch Hallöchen. In einem Die-Cut-Set sind immer 5 Stück drin. 5 Die-Cuts. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich habe ganz oft frohe Weihnachten bestellt. Und frohes Fest. Weil ich fange jetzt schon mit Weihnachtskarten an. Die ich dann auch gleich verwurschtel. Und dann kann ich die Karten schon mal so in die Umschläge packen, für wen es gedacht ist. Dann ein Danke. Da legt sie immer Die-Cuts dazu, das sind die größeren.
weil die sind leider nicht gegangen im Shop. Ich persönlich nehme auch lieber die kleinen Die-Cuts, weil die sich einfach für besser verbasteln lassen. Handmade haben wir da. Die liegt halt jetzt immer als Goodie dazu. Kleinkram und Glückspilz. Das ist ihr Shop. Schalte mal. Ja, sie muss ja eigentlich die Adresse zeigen, ne? Weil sie ein Ding hat. Zoom. Da. Oh, die habe ich noch nicht. Sagt sie, eigentlich sind das kleine Dankeskärtchen, aber das sind natürlich genau die ATC-Größe. Ich guck mal. Naja. Nicht ganz, aber ATC-Größe fast. Und da müsste noch ein Stickerbogen drin sein. Ja. Und dann habe ich noch einen Stickerbogen bestellt. Den habe ich nämlich letztens auch fast verwurstelt. Ich glaube, ein paar Kreuze sind noch übrig. Aber die Bäume und so habe ich alles verwurstelt. Ja. Das war's. Also reichlich, reichlich bestellt. Es ist. Ja. Von den Die-Cuts werde ich demnächst mal wieder welche brauchen. So rundum. Schlag. Weil die benutze ich auch außerhalb von Design-Team-Beiträgen so gern. Weil ich die einfach liebe. Ich liebe die Teile. Ich bin davon wirklich überzeugt. So, genug geschleimt. Jetzt darf ich erstmal wegsortieren. Ich glaube, das wird langsam eng mit meiner Aufbewahrung. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ach ja, wenn ihr selber bestellen wollt. Ich schreibe in die Infobox einen Rabattcode, der Natascha10 ist. Und dann spart ihr 10% bei ihr im Shop. Wie gesagt, auf die Summe jetzt, wenn man das wirklich so hochrechnet, hat es einiges gebracht. Möchte ich jetzt schon mal behaupten. Aber ich hab's gebraucht, ich wollte es. Wenn ich den Monat schon nirgendwo anders da bestelle. Aber gut, reicht ja auch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.